Hast du viel versprochen? Was? Noch mehr? Da kommt noch mehr. Okay. Oh nee, ich will echt da in das Feuer rein? Okay, na klar. Wohin denn sonst? Wohin denn sonst? Die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Let's go. Okay. Infernalischer Zug. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragment Erinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzlerin. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können Sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderlandzuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Ist gerade in dem Zug drin? Ja, ne? Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr! Sie kennen sie nicht! Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Hallo, Hatsu. Ja, ich glaube schon. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung! Du solltest keine Fragen stellen. Deren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf sind. Oh, nein! Arme Lizzie! Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren! So, die Herzkönigin hatte das Gesicht von ihrer Schwester. Ich habe das nämlich vorhin gar nicht so richtig gerafft, welches Gesicht die meinte. Dachte, hä, es sieht doch gar nicht aus wie Alice.
bin mir zu wild. Hallo, Tops. Ich glaube, wir nähern uns dem... Ich bin echt gespannt. Vor allen Dingen, ob ich noch einen übelsten Bossfight habe. Wahrscheinlich schon, wenn ich die Fläche hier so sehe. Verkriech dich da! Ich soll mich verkriechen? Für die Vergangenheit muss man zahlen. Mal geköpft. Könntest du eine Fliege für Fatschen, die ich jetzt hier bekomme.
Scheiße! Kommt jetzt! Möchte gern Rache enden. Was kommt jetzt? Nur? Ihr merkt es selber, oder? Habt ihr Arsch offen? Aua! Aua! Nicht kaputt machen! Keine Ahnung. Oh fuck, ich bin in die Dinger reingerannt. Jetzt kommen Füße. Oh mein Gott. Oh, zum Glück muss ich alles nochmal machen. Oh, Gott sei Dank, ey. Hier an den Dingern festhält. Ah, ich verstehe. Ich musste ihn angreifen. Das habe ich jetzt nur mitbekommen, weil ich den im Target bekommen habe. Einmal Alice rausbringen. Ich bring dich in den Knast und da wird dich irgend so ein tumber Schläger zu seinem Schatz machen und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau, Ex-Irre, brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Los, schubs den einfach auf die Gleise. Schubs den. Los, da kommt bestimmt gleich ein Zug. Schub den.
Leute, sowas macht man aber nicht. Zug! Der ist gestolpert. Habe ich mein Wunderland zurück? Okay, wo will ich denn hin? Willst du überhaupt irgendwo hin? Ah, Alice. Wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Okay, also die hat zwar ihre Familie jetzt gerecht, aber hat sich trotzdem wieder in ihr wieder intaktes Wunderland zurückgezogen.